Statistisch gesehen können statistische Zusammenhänge nur durch Statistiken bewiesen werden. Statistisch gesehen ist Bildung unser höchstes Gut. Jedoch ist ein Bizepsumfang von mehr als 40 cm noch viel guter. Ein Veganer wird im Smalltalk statistisch gesehen 3,7 Mal pro Minute darauf hinweisen, dass er Veganer ist. Statistisch gesehen enthält Nutella nur sehr wenig Vitamine. Ferner muss man davon besonders viel essen, um alle essentiellen Mikronährstoffe aufzunehmen. Wenn ein Fitnesssportler an einem Spiegel vorbeiläuft, ist es statistisch gesehen unmöglich, keinen Selfie zu posten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Foto anschließend bei Instagram ohne Filter hochgeladen wird, ist statistisch gesehen jedoch noch unmöglicher. TV-Reportagen über Fitness und gesunde Ernährung sind statistisch gesehen grausamer als Grimms Märchen, wobei letztere laut einer aktuellen Meta-Analyse einen höheren Wahrheitsgehalt aufweisen. Statistisch gesehen liegt die Arbeitslosenquote unter Fitness-YouTubern bei über 97%. Die Wahrscheinlichkeit, in der prallen Sonne vom Blitz getroffen zu werden, ist statistisch gesehen höher als im Discounter ein gesundes Lebensmittel zu finden. Statistisch gesehen hat also die Low-Fat-Diät bereits mehr Todesopfer gefordert als alle 7 Kreuzzüge und 2 Weltkriege zusammen. Statistisch gesehen gab es auf der Welt erst eine einzige Mutter, die ihre Kinder nicht vor der Schädlichkeit von Eiweißpulver gewarnt hat. Kennst du auch noch einige spannenden Fitnessstatistiken, die ich vergessen habe? Dann poste sie hier unten in den Kommentaren und teile dieses Video mit allen, die noch aufgeklärt werden müssen. Wir sehen uns am Strand, dein Kolja Barkhorn.